Herzlich willkommen und lieben Gruß aus München zum heutigen Webinar: Die Vorteile einer digitalen Vermögensverwaltung, Robo-Advice 2.0. Entfernen Sie die größte Fehlerquelle Ihres Depots. Als allererstes zu meiner Person. Martin Templer ist mein Name. Ich bin nun auch inzwischen über 4 Jahre bei Isarvest und eigentlich zuständig für den Bereich in strukturierten Produkten, Exchange-Traded Funds, ETFs. Hauptsächlich für die Betreuung institutioneller Kunden, wenn dort Anfragen kommen. Zuvor war ich Privatkundenbetreuer bei einer Bank im gehobenen Privatkundensegment. Was machen wir denn alles so schön? Das ist das Extra-Magazin. Wir sind eigentlich sozusagen das Kompetenzzentrum als ja, unabhängige Redaktion in dem Bereich ETFs unterwegs. Im Endeffekt schon seit 2008. Haben dadurch ein Internetportal, extrafunds.de. Ich denke, die meisten von Ihnen werden es wahrscheinlich schon kennen, wo wir aktuelle News, Neuigkeiten, Tests, Newsletter, Magazine veröffentlichen rund um das Thema ETFs. Was kann man damit tun? Was ist ein ETF? Was ist da alles möglich? Wir veranstalten auch Events, Webinare wie heute, Vorträge vor Ort und machen auch Testberichte daraus. Kleiner Hinweis am Rande: Mit der nächsten Ausgabe in unserem Magazin April, das Ende März erscheint, machen wir den aktuellen Sparplantest, welche Möglichkeiten gibt es, auf ETF zu sparen. Wir bieten auch eine umfangreiche ETF-Datenbank an, wo man sich dann speziell auf einzelne ETFs suchen und auch Informationen erhalten kann. Unsere Medien, das Magazin sowie auch unsere Homepage. Sie können auch individuelle E-Books über unseren Shop erwerben, falls Sie Unterstützung in dem Bereich ETF allgemein brauchen. Ja, dann die große Frage: Wie kann man denn, beziehungsweise was Sie uns auch gestellt haben, wie kann man denn mit ETFs investieren, sprich Geld anlegen? Es gibt eigentlich viele Wege. Wir haben im Endeffekt 4 grobe Kategorien aktuell festgestellt. Entweder Sie sind der Selbstentscheider und investieren direkt in ETFs. Sie wissen, was Sie wollen, welche Strategie Sie fahren wollen, wie Sie anlegen wollen. Dann kaufen Sie einzelne ETFs und machen Sie somit Ihr eigenes Portfolio. Es gibt eine weitere Kategorie, das sind schon ETFs zusammengestellt in einem Portfolio, in Dachfonds oder Portfolio-ETFs, die angeboten werden. Da ist im Endeffekt ein fertiges Konzept dahinter, das Sie kaufen können bei Ihrer Bank über die Börse und dementsprechend ja, Ihr Geld anlegen können. Nun der Punkt Robo-Advisor. Da wird uns natürlich die Friederike noch ein bisschen unterstützen und da freue ich mich auch sehr. Das ist im Endeffekt ein Online-Vermögensverwalter, der für Sie auf Grundlagen von Fragen, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, eine Anlageentscheidung trifft und somit auch ein Portfolio zusammenstellt. Und zu guter Letzt, wenn Sie das nicht online haben wollen, gibt es noch die Finanzberater, die natürlich zur Tat und Rat und Tat zur Seite stehen, um Sie in dem Bereich ETF-Anlage zu unterstützen oder auch mit zu entscheiden. Wie gesagt, wir uns fokussieren uns heute auf den Bereich Robo-Advisor. Und ja, was ist denn ein Robo-Advisor? Im Endeffekt ist es eine Unterstützung zum langfristigen Vermögensaufbau über eine Online-Plattform. Wie der Name schön sagt, betrifft das Ganze online. Ja, Sie werden halt auch gefragt, wie auch in der Beratung an sich selber, was haben Sie für eine Risikoneigung? Was erwarten Sie an Renditen? Was können Sie an Verlusten verkraften? Monatlichen Sparraten? Wie schaut denn Ihre finanziellen Verhältnisse im Allgemeinen aus? Und vor allem, wie lange wollen Sie denn anlegen? Und auf Grundlage Ihrer Antworten wird Ihnen dann eine Anlagestrategie vorgeschlagen. Und diese Strategie wird meistens, größtenteils, eben auf Indexfonds oder ETFs umgesetzt. Welcher Service steht dahinter? Ganz wichtig: Robo-Advisor, emissionsfrei, regelbasierte Geldanlage, das heißt, sind fest angelegte Strategien, die durchgezogen werden, eine sehr breite Streuung, Stichwort Diversifikation auf den Kapitalmarkt, sehr niedrige und transparente Kosten. Ich glaube, derjenige, der sich mit ETFs schon mal beschäftigt hat, der weiß ungefähr ein Gefühl, wo die Kosten stehen. Ich glaube, die Friederike wird uns dazu auch noch was sagen. Und es ist ein einfacher, schöner, komfortabler Zugang und Sie können alles sehen. Sie haben eine schwierige Wortwahl, professionelle Produktauswahl und auch die Umsetzung. Und natürlich wird das Ganze laufend überwacht, monitort und auch geholfen sozusagen. Und jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen: Friederike, du darfst auch gleich loslegen. Super, vielen Dank Martin für die Einleitung.
Genau, also auch vielleicht bei mir auf meiner Seite erstmal herzlich willkommen zum Webinar heute. Vielleicht zu mir ganz kurz. Ich bin CEO, also Chief Operating Officer bei Wahmo. Dort bin ich seit Juni letzten Jahres tätig, bin zuständig für den Kundenservice, Operations und eigentlich alles, was unsere Kunden direkt betrifft. Davor war ich bei CMC Markets angestellt, also auch da habe ich den Martin ja damals kennengelernt, habe dort zuletzt die Position als Geschäftsleiterin für Deutschland und Österreich gehabt, habe aber auch mal in der Zentrale in London gearbeitet und irgendwann mal ganz früher habe ich mal studiert mit dem Schwerpunkt Finanzen auch in Deutschland und in England. Bin also auch schon ein bisschen länger in der Finanzdienstleistungsbranche. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch im folgenden Webinar so ein bisschen den Bogen schlagen kann aus den Finanzmärkten zu Wahmo und warum Wahmo eventuell genau in der aktuellen Marktsituation auch unterstützen kann. Deswegen ganz kurz hier der Ablauf vom heutigen Webinar. Also erstmal möchte ich die aktuelle Situation an den Märkten darstellen anhand des MSCI World Indexes. Dann möchte ich etwas darauf eingehen, was macht eigentlich ein Robo-Advisor und was gibt es da für verschiedene Modelle letztendlich? Und was sind die konkreten Vorteile? Das hatte Martin vorhin schon ein bisschen angerissen, da werde ich ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen. Wenn es dazu Fragen gibt, können wir die natürlich gerne nacherklären. Dann ganz konkret, worum geht es heute, die größte Fehlerquellen des Depots zu erkennen und wie man die vermeiden kann mithilfe von einem Robo-Advisor. Und dann möchte ich mal spezifisch noch darauf eingehen, was für einen Service bietet denn Wahmo und warum kann das denn also jetzt genau helfen, diese Fehlerquellen zu vermeiden, bevor wir dann, wie gesagt, zuletzt auf Fragen eingehen. Genau, also was sehen wir hier? Sehen wir erstmal eine Abbildung vom MSCI World Index seit 1970. Und ich habe mir einfach mal diese Slide rausgesucht, weil sie sehr schön darstellt, wie der Finanzmarkt sich so global eigentlich entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte. Man sieht, dass er grundsätzlich angestiegen ist, aber dass es natürlich immer wieder auch Rücksetzer gibt. Und wir haben die hier auch angetragen. Man sieht zum Beispiel hier eine gewisse Weltwirtschaftskrise, die wir alle wahrscheinlich miterlebt haben, aber auch schon die Phasen davor, wo wir mal ganz klar Perioden haben, in denen man eventuell Verluste eingefahren hat, wenn man im Kapitalmarkt investiert war. Und das ist einfach ein Faktor, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man sagt, okay, ich möchte eventuell höhere Renditen einfahren, als das aktuell beim Tagesgeld so möglich ist. Aber wir müssen einfach damit klarkommen, dass wir aktuell in einer Niedrigzinsphase sind und dass wir einfach auf dem Tagesgeldkonto, wenn wir Glück haben, vielleicht noch 0,2% Zinsen bekommen, aber wahrscheinlich sogar noch weniger. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich genau in der Situation, dass Sie sich überlegen, was sind die Alternativen? Und hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, die Alternative ist der Kapitalmarkt, aber man muss sich bewusst sein, dass es Rücksätze gibt, dass es kurzfristig ein absolutes Risiko ist, im Kapitalmarkt zu investieren, dass man also besser auf eine langfristige Strategie setzt, wenn man wirklich Vermögen aufbauen möchte, weil langfristig kann man halt diese kurzfristigen Schwankungen eventuell aussitzen. Wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, was ist ein Robo-Advisor? Da hatte Martin vorhin schon so schön gesagt, das ist ein Online-Vermögensverwalter. Dem möchte ich so ein kleines bisschen insofern widersprechen, als dass nicht jeder Robo-Advisor tatsächlich ein Vermögensverwalter ist. Auch Wahmo war bis zum letzten Jahr nur, ich sage mal in Anführungszeichen, als Anlagevermittler unterwegs. Ein Robo-Advisor als Anlagevermittler ist nach 34F der Gewerbeordnung reguliert und nicht von der BaFin. Es gibt ein paar Unterschiede und die sollte man sich bewusst sein, wenn man sich überlegt, sein Kapital eventuell bei einem Robo-Advisor zu investieren. Unter anderem hier ist einfach, dass der Anlagevermittler den Vorteil hat, dass man dort viel schneller einsteigen kann. Der Vermögensverwalter, der tut genau das, was Martin angesprochen hat, nämlich, dass er eine individuelle Anlagestrategie ermittelt, basierend auf einem Fragebogen, den Sie am Anfang ausfüllen. Das heißt, Ihre aktuelle Lebenssituation wird betrachtet, und darauf basierend wird eine Anlagestrategie empfohlen. Der Vorteil also beim Anlagevermittler ist, man muss eigentlich nichts so von sich preisgeben, weil man macht selber die Entscheidung, woran man investieren will und entsprechend kann man schneller einsteigen in das Produkt. Der Nachteil ist aber natürlich dann beim Anlagevermittler, dass diese laufende Überwachung und die Anpassung, die ein Vermögensverwalter vornehmen kann, dass die nicht mit drin sind im Angebot, weil ein Anlagevermittler das nicht machen kann.
Anlagevermittler dürfen wirklich nur nach Vorgabe des Kunden vorgehen. Das heißt, wenn Sie sagen, jetzt kaufen, dann kaufen. Und wenn Sie sagen, jetzt verkaufen, dann verkaufen. Er kann nicht zwischendurch sagen, oh, jetzt würde es eventuell notwendig sein, mal ein sogenanntes Rebalancing zu machen, weil die Situation am Markt das so ergeben hat. Oder einen Fonds auszutauschen, ohne dass Sie dem komplett zustimmen müssen, obwohl der neue, das zum Beispiel ein neuer Fonds im Markt ist, der deutlich günstiger ist. Es hat also seine Vor- und Nachteile, jedes der Modelle, und man muss sich einfach dessen bewusst sein und sich selber einschätzen, was möchte man denn und welche Unterstützung braucht man eventuell auch, um dann zu entscheiden, welches Robo-Advisor-Modell ist das Richtige für einen. Wir, wie gesagt, haben den Schritt hin zum Vermögensverwalter gemacht letztes Jahr, weil wir einfach sagen, wir wollen diesen extra Nutzen mit anbieten. Wir wollen letztendlich erreichen, dass Leute ihr Kapital anlegen können und so ein bisschen die Füße hochlegen können danach. Das heißt, dass sie wissen, wenn sie einmal dem Konzept vertrauen, welches wir haben, wenn wir Portfolien zusammenstellen, dass sie danach benachrichtigt werden, wenn es notwendig wird und wir uns um sonst alles kümmern. Warum oder welche konkreten Vorteile bietet ein Robo-Advisor? Das sollte eigentlich generell überall gleich sein. Und auch das hatte Martin schon angesprochen, nämlich zum Beispiel einmal ist es das Thema breite Streuung. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir natürlich ein gewisses Konzept im Hintergrund haben, wo wir darauf achten, dass sie insgesamt sehr breit im Markt aufgestellt sind. Denn was ist der Nachteil, wenn Sie selber sagen, Sie wollen diese Streuung genau vornehmen oder Sie wollen Ihr Portfolio zusammensetzen? Sie müssen selber darauf achten, nicht nur, dass Sie breit aufgestellt sind, um die Risiken zu reduzieren, sondern auch, dass wenn Sie verschiedene Produkte kombinieren, diese sich nicht überschneiden. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn Sie also sagen, Sie haben verstanden, man sollte nicht nur in eine Aktie investieren, sondern in mehrere und je mehr, desto besser. Dann haben Sie vielleicht sogar entschieden, Sie wollen in einen Index investieren. Oder, also, ja, ob das jetzt ETF ist oder wie auch immer, ist eigentlich relativ egal. Es geht darum, dass Sie breit gestreut sind. Jetzt müssen Sie aber darauf achten, dass Sie ja vielleicht auch global breit gestreut sein wollen und müssen darauf achten, dass die Fonds sich gegenseitig ergänzen und nicht überschneiden. Sonst hätten Sie ein gewisses Klumpenrisiko. Das heißt, der Vorteil von einem Robo-Advisor ist, dass er genau auf sowas natürlich im Vorhinein achtet kann. Und darauf achtet, dass die Fonds sich gegenseitig ergänzen. Und damit haben Sie dann eine optimale breite Streuung. Das heißt, auch da ist es wieder wichtig, dass Sie darauf achten, wie insgesamt auch global zum Beispiel gestreut wird oder über verschiedene Assetklassen oder Branchen. Der andere Punkt war die laufende Überwachung. Das heißt, der Robo-Advisor kann Sie unterstützen, langfristig erfolgreicher zu sein, indem er zum Beispiel für Sie ein Rebalancing vornimmt. Rebalancing, das Wort hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ich habe gleich eine extra Slide, um das mal genauer zu erklären. Letztendlich geht es darum, die Ausgangsgewichtung, was das Risiko angeht, wiederherzustellen regelmäßig. Zusätzlich gibt es dann so Features wie, dass Sie zum Beispiel informiert werden, wenn eine gewisse Verlustschwelle unterschritten wird. Man wird also am Anfang zum Beispiel definieren, ein gewisses Risiko bin ich bereit einzugehen, wenn aber so und so viel Verlust entstanden ist. Dann bekommen Sie eine Information von uns, damit Sie dann entscheiden können, wie Sie vorgehen wollen. Wollen Sie jetzt mehr kaufen, weil ja zum Beispiel die Fonds jetzt günstiger gehandelt werden? Oder wollen Sie verkaufen, weil Sie Ihre Verluste jetzt limitieren wollen? Oder wollen Sie einfach weiter im Markt bleiben? Das ist letztendlich dann Ihre Wahl, aber Sie werden vor allen Dingen dann informiert, sodass Sie nicht konstant Ihr Konto auch überwachen müssen. Und das andere Thema ist zum Beispiel, dass wir natürlich auch permanent die Fondsanbieter im Blick haben und sehen, welche neuen Fonds kommen denn an den Markt. Auch ein Robo-Advisor hat zusätzlich die Möglichkeit, aus Fonds auszuwählen, die dem Privatanleger nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, man hat eine größere Auswahl an Fonds, die es gibt für den Kunden. Und sie haben halt die Möglichkeit, dass wir hingehen und die Fonds austauschen, wenn es, wie gesagt, zum Beispiel einen neuen Fonds gibt, der günstiger ist und der gut ins Portfolio passen würde. Das letzte wichtige Thema ist natürlich, das Thema Kosten, dass diese transparent und günstig sind. Der Vorteil beim Robo-Advisor oder gerade bei Warmo ist, dass wir relativ klar sagen, wir investieren nur in passive Fonds. Wer sich etwas näher auskennt, der weiß, dass aktive Fonds tendenziell deutlich höhere Fondsgebühren haben, die regelmäßig, also im Jahr, aufgeschlagen werden. Das sind meistens zwischen 1 und vielleicht sogar 2,5% pro Jahr.
Bei uns liegen die bei 0,3% im Jahr. Das heißt, das ist ja relativ klar, wenn man so günstige Fonds hat, dass man auch generell schneller eine positive Performance nach Kosten hat. Auch die Fonds, die wir auswählen, haben keinen Ausgabeaufschlag. Das heißt, auch das ist ein großer Faktor, der wichtig ist, wenn man sich überlegt, wo man sein Geld anlegt. Der andere Punkt ist natürlich die Transparenz. Das heißt, es muss einfach sehr offensichtlich vorher klar sein, welche Kosten fallen denn an. Und darauf sollten Sie auch achten, dass Sie sich bewusst sind, es gibt bei jedem Anbieter in irgendeiner Art eine Servicegebühr, aber auch immer, wenn Sie ETFs oder Indexfonds handeln, gibt es fondseigene Gebühren. Auch da werde ich im Detail gleich nochmal drauf eingehen. Von daher, aber da möchte ich einfach ganz klar sein, achten Sie darauf, es gibt auch immer Fondsgebühren, die dürfen nicht versteckt sein. Informieren Sie sich, bevor Sie da beschließen, irgendwo Geld anzulegen. Hier vielleicht einfach nochmal zur Verdeutlichung, warum es so wichtig ist, dass Sie verstehen, welche Kosten anfallen. Ich habe hier verschiedene Kostenblöcke einmal aufgeführt. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Rein fiktiv in dem Augenblick, Sie sagen, Sie haben einen Anbieter gefunden, der sagt, so also 6% Marktrendite sind drin. Sie wissen selber, das ist nie garantiert. Das ist auf historischer Performance begründet, vermutlich diese Aussage, was natürlich nichts für die Zukunft unbedingt bedeutet, aber damit wollen wir jetzt mal rechnen in diesem Beispiel. Jetzt gehen wir also davon aus, Sie haben tatsächlich 6% Marktrendite. Dann müssen Sie aufpassen, das sind diese Managementgebühren, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die also in jedem Fonds irgendwo mit drin sind. Wenn wir hier von einem aktiven Fonds zum Beispiel reden, dann ist es gut möglich, dass es 1,5% pro Jahr sind. Dann gibt es eventuell noch Transaktionsgebühren, gerade bei ETFs. Wir gehen hier mal von 0,8% aus. Und dann gibt es verschiedene kleinere weitere Kostenblöcke. Die Depotführungsgebühr zum Beispiel ist was, was eventuell als Kostenblock noch dazukommt. Die ist bei Warmo zum Beispiel im Serviceentgelt mit enthalten schon. Der Ausgabeaufschlag ist normalerweise deutlich höher. Wir haben ihn hier einfach mal diskontiert, also runtergerechnet auf 25 Jahre, und gehen deswegen von einem kleinen Betrag pro Jahr aus, einfach damit die Rechnung wirklich auch realistisch ist. Und dann haben manche Anbieter noch eine gewisse Performance-Fee, die dann anfällt, wenn zum Beispiel der Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet hat. Das heißt, Sie kommen wirklich sehr schnell von Ihren 6% Marktrendite auf eine tatsächliche Rendite von 2,6% oder ähnliches. Und ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel die 72er-Regel kennen. Die 72er-Regel gibt Ihnen so einen Indikator, in wie vielen Jahren Sie Ihr angelegtes Geld eventuell verdoppeln können. Die funktioniert wie folgt. Sie teilen einfach 72 durch den Zinssatz oder die Rendite. Das heißt, wenn wir hier mal von 2,6% ausgehen, dann dauert es fast 28 Jahre. Aber rechnen Sie sich das vielleicht zu Hause einfach mal durch, wie viel also 6% bedeuten würden, 2,6% oder irgendwas dazwischen, womit Sie für sich rechnen. Und entsprechend ist es wichtig, dass Sie jeden Kostenblock verstehen und beachten, jeder einzelne Kostenblock bringt Sie immer länger, verlängert diese Zeit immer mehr, in der Sie eventuell Ihr Kapital verdoppeln könnten, theoretisch. Das heißt, nochmal hier ganz klar, achten Sie darauf, dass nicht Ihre Rendite halbiert wird, dadurch, dass Sie Kosten an den Anbieter zahlen. Ein anderes Thema ist die breite Streuung. Das heißt, Sie sollten wirklich darauf achten, dass Sie auch weltweit breit gestreut sind. Wir haben hier ein schönes schöne Grafik von Dimensional vom letzten Jahr, die zeigt, inwiefern die Börsenkapitalisierung weltweit aufgestellt ist in etwa. Das heißt, wir sehen dabei, dass der deutsche Markt gerade mal 3% vom Gesamtmarkt weltweit abbildet. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir Deutsche natürlich verständlicherweise ganz gerne in eine deutsche Aktie investieren, die wir gut kennen, oder vielleicht in den DAX investieren. Aber das Problem ist, dass das langfristig weniger erfolgreich ist, als wenn man wirklich global gestreut aufgestellt ist. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Sie haben zum Beispiel die VW-Aktie gehabt und dann kam die Abgaskrise. Da sind Sie, wenn Sie nur die VW-Aktie hatten, 100% betroffen gewesen davon. Wenn Sie aber, weiß nicht, ich sag mal, über 10.000 verschiedene Aktien im Portfolio gehabt hätten, dann hätten Sie nicht so eine große Auswirkung auf Ihr Kapital gehabt. Und das Gleiche gilt für die verschiedenen Branchen. Auch wollen Sie sicherstellen, dass Sie nicht nur in einer Branche investiert sind, falls genau diese Branche in eine Krise gerät.
Und entsprechend ist es wichtig, dass man also immer darauf achtet, global aufgestellt zu sein und eine Strategie hat, in der man sagt, okay, wonach bin ich denn global aufgestellt? All dies sind die verschiedenen Punkte, die sozusagen ein Robo-Advisor bieten kann, wie gesagt, weil er darauf achtet, dass sie global gestreut aufgestellt sind. Und da sollten Sie sich wirklich dann auch informieren, welche Fonds zum Beispiel im Hintergrund verwendet werden. Ein anderes Thema, was sehr häufig angesprochen wird, wenn Leute sich informieren, ob sie beim Robo-Advisor Geld anlegen möchten, ist natürlich das Thema Sicherheit. Ich meine, wir müssen natürlich ganz klar sein, der ganze Robo-Advisor-Markt ist gerade mal ein paar Jahre jung und die Unternehmen sind alle noch nicht wirklich lange mit dabei. Und natürlich kommt da ein gewisse Unsicherheit auf. Wie sieht es denn aus, wenn ich einer Firma, die noch nicht so wirklich jahrelang bewiesen ist, Geld anvertraue? Und da muss man einfach ganz klar sagen, das Vermögen wird nicht vom Vermögensverwalter, also vom Robo-Advisor entgegengenommen. Das ist ganz wichtig, denn es wird tatsächlich von einer Depotführenden Bank verwaltet in der Regel. Bei Wamo ist das die FFB, die Fondsbank im Hintergrund, das ist eine Tochter der Fidelity und diese führt die Depots. Und was jetzt wichtig ist, dass die Transaktion tatsächlich zwischen ihrer Hausbank und der Partnerbank, also in unserem Fall der FFB, abgewickelt wird. Das heißt, wir kommen mit dem Geld tatsächlich nie in Berührung. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass Sie verstehen, wir haben auch da keinen Touchpunkt in dem Augenblick, sondern wir sorgen eigentlich nur dafür, dass die Portfolien zusammengestellt werden und verwaltet werden und überwacht werden. Und wir kümmern uns um die Software, die Sie verwenden können, die schön einfach und anzuwenden ist. Und wir haben auch gleich ein paar Screenshots dazu, damit Sie eine Idee bekommen, wie diese Anwendung aussieht. Und die ganze Abwicklung der Transaktion, die läuft über die FFB. Und sollte die FFB mal in Schwierigkeiten geraten, ist wichtig zu verstehen, dass die Geldanlage in Fonds und ETFs auch bei der FFB im Sondervermögen geführt wird. Das heißt, auch die FFB kommt im schlimmsten Fall nicht an dieses Geld dran, sondern das ist in ihrem Depot, es sind ihre Fonds und ETFs und sie können das Depot auf eine andere Bank übertragen. Es ist also eigentlich kein Risiko, bei einem Robo-Advisor Geld zu investieren, was diesen Faktor angeht. Und auch da sollten Sie einfach wieder ganz klar herausfinden, wenn Sie den Anbieter auswählen, wo genau diese Sachen, diese verschiedenen Punkte abgewickelt werden. So, jetzt zu dem eigentlichen Punkt. Was sind denn die größten Fehlerquellen Ihres Depots? Eigentlich sind das jetzt hier vier Punkte, die ich aufgelistet habe, die, auf die nur Sie achten können. Das heißt, wenn Sie tatsächlich selber bisher schon ihre Portfolien zusammengestellt haben, dann wissen Sie ziemlich genau, dass dies die Punkte sind, auf die man eigentlich immer ein Auge haben muss. Und genau das ist der Punkt, wo wir mit helfen können. Bei den Kosten, wie gesagt, hatte ich schon angesprochen, ist vor allem günstig der Faktor. Das heißt, es macht eventuell Sinn, auf passive Fonds umzusteigen. Es gibt genügend Studien, die auch belegen, dass aktive Fonds tatsächlich nicht rentabel sind. Im Vergleich zu passiven Fonds, von daher ist es sowieso sinnvoll, auf passive Fonds umzusteigen. Und dann ist wichtig, dass Sie sich über jeden Kostenblock informieren. Das heißt zum Beispiel, gehen Sie vor allen Dingen mal in das Kit rein und informieren Sie sich dort über die fondseigenen Kosten. Wie gesagt, die gibt es immer. Sie sollten aber auch hinterfragen, gibt es denn Transaktionskosten? Zum Beispiel Spreads in irgendeiner Art und Weise oder sonstige ATCs, also Additional Trading Costs. Gibt es eine Depotführungsgebühr? All diese Kostenblöcke, die eventuell vom Robo-Advisor selber gar nicht genommen werden, sondern die weitergeleitet werden, trotzdem aber anfallen. Das andere Thema ist Market Timing. Man ist so schnell verleitet zu sagen, oh, ich sehe, der Markt geht gerade runter, ich verkaufe jetzt schnell oder ich steige jetzt genau ein. Wie auch immer Ihre Strategie ist, das Problem ist, keiner hat die Glaskugel und weiß, was tatsächlich in der Zukunft passiert. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, den perfekten Zeitpunkt zu finden. Und entsprechend ist zum Beispiel die Strategie von Wamo, dass wir eine sehr langfristige Anlage planen bei uns. Langfristig heißt also über mehrere Jahre hinweg. Was nicht bedeutet, dass Sie nicht an Ihr Geld zwischendurch drankommen, wenn Sie es mal brauchen. Es bedeutet einfach nur, die Strategie, die dem zugrunde liegt, bedeutet, Sie sollten langfristig Ihr Geld dort anlegen und für langfristige Ziele sparen. Das nächste Thema ist fehlende Disziplin. Auch da wieder,
wann lege ich eigentlich mein Geld nochmal an? Ich habe vielleicht einen Sparplan und ich sage, ich spare 100 € im Monat. Jetzt habe ich am Ende des Monats aber doch nochmal 50 € übrig. Habe ich denn wirklich Lust, das jetzt in meine Vermögensvorsorge und Altersvorsorge anzulegen? Oder gehe ich doch lieber mit den Freunden noch einmal abends weg? Da haben wir zum Beispiel bei Warmo ein Konzept umgesetzt, was es sonst bei anderen Robo-Advisern in der Art nicht gibt. Bei uns können Sie sich tatsächlich Ziele setzen, Sparziele. Das heißt, Sie planen genau, und darauf gehe ich gleich nochmal ein, wofür sparen Sie denn eigentlich? Sie legen also nicht nur einfach Geld zur Seite, sondern Sie sagen sich selber, ich möchte das und das erreichen. Und wie sonst im Leben auch, ist man meistens erfolgreicher, wenn man sich ein konkretes Ziel setzt. Das hilft dann auch, dass man zum Beispiel bei Verlusten nicht panisch reagiert, sondern eher durchhält beim Sparen. Das letzte Thema war die fehlende Streuung. Da ist natürlich auch immer das Thema, höre ich denn auf Tipps, die ich zum Beispiel in der Presse höre? Oder investiere ich deswegen zum Beispiel in eine Aktie vermehrt? Oder habe ich irgendwelche Mitarbeiteraktien und habe deswegen ein gewisses Klumpenrisiko bei einer Aktie? Oder habe ich zum Beispiel nur einen Fonds oder Überschneidungen? Das hatte ich ja schon angesprochen. Grundsätzlich ist es so, dass die deutschen Anleger durchschnittlich 4% Rendite im Jahr liegen lassen. Und wenn Sie jetzt auf die 72er-Regel zurückgehen, dann wissen Sie, das macht eine ganze Menge Jahre aus. So, und jetzt einmal ganz konkret zu Warmo. Was kann also Warmo bieten, um genau in diesen Punkten zu unterstützen? Nochmals Wiederholung. Warmo hat also eine BaFin-Lizenz als Vermögensverwalter. Das Geld wird angelegt bei der FFB, der Partnerbank, im Hintergrund. Und unsere Aufgabe ist es letztendlich, dass wir allen Deutschen Zugang zu einer sinnvollen und einfachen Kapitalanlage geben wollen. Diese wird bei uns individuell zugeschnitten. Das heißt, wir achten darauf, wie Ihre Situation ist und geben eine konkrete Empfehlung ab. Dabei achten wir natürlich auf breite Streuung und auf niedrige Kosten. Die anderen Punkte, die für uns wichtig sind, ist die Flexibilität. Und ich denke, auch darauf sollten Sie achten. Zum Beispiel haben wir keine Mindestanlagedauer und kein Mindestanlagevolumen. Sie können also schon ab 10 € bei uns investieren. Weniger geht einfach nicht, weil wir so viele Fonds im Depot haben, die würde man sonst alle nicht gar nicht kaufen können. Also ab 10 € können Sie investieren und Sie können jederzeit das Geld auch wieder auszahlen, wenn es notwendig ist. In unserer Servicepauschale sind die Konto- und die Depotführungsgebühr enthalten. Das heißt, die haben Sie nicht separat abgerechnet. Dazu kommt natürlich das Thema Robo-Advisor. Das ist alles online. Das heißt, wir haben eine 100% digitale Nutzung. Wir haben eine Webplattform. Sie haben zusätzlich Apps, die Sie verwenden können. Und wenn Sie ein Konto oder Depot eröffnen bei uns, geht das komplett online, selbst mit der Legitimation. Das andere Thema, was für uns auch wichtig ist, dass wir keine Mindestgebühr verlangen. Wir sagen wirklich, wir wollen jedem die Möglichkeit geben, Warmo einmal auszuprobieren und zu sehen, ob das für einen das Richtige ist. Und dazu gehört, dass man auch keine Mindestgebühr verlangt. Das heißt, unsere Gebühr, wie gesagt, da gibt es gleich noch eine Slide zu, ist wirklich auf dem Anlagevolumen basiert. Ich überspringe so ein bisschen, natürlich haben wir einen zuverlässigen Kundenservice. Ich hoffe, das ist mein Team. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich bei mir gerne. Wir haben solche Themen wie, dass wir natürlich automatisch wieder Dividenden anlegen und Erträge, die ausgezahlt werden von den Fonds eventuell. Das nächste Thema, was wie gesagt wichtig ist, ist die laufende Überwachung der Geldanlage. Wie gesagt, das Stichwort Rebalancing zum Beispiel. Und da kommt gleich die nächste Slide dazu. Und was natürlich ganz wichtig ist für Sie, wir machen eine komplett unabhängige Auswahl der besten Fonds und ETFs für Ihr Portfolio. Das heißt, wir haben keine Kooperation mit irgendeinem Anbieter, sondern wir wählen komplett aus dem deutschen Markt selber aus und wir sehen uns die verschiedenen Kriterien an, die man bei uns auf der Website auch finden kann. Wie gesagt, zum Beispiel ist passiv, ist ein absolutes Muss-Kriterium. Die Fonds müssen alle passiv sein. Wir gucken uns natürlich die Kosten an, die sie haben, den Tracking Error, die Tracking Difference. Das heißt, verschiedene Faktoren, die dann dazu führen, dass ein Fonds eventuell in ein Portfolio aufgenommen wird. Und dann geht es darum, dass wir global streuen, wobei wir auch da unsere eigene Strategie zugrunde legen. Genau, das Thema Rebalancing hatte ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich möchte es hier einfach an einer kleinen Grafik einmal visualisieren. Wenn wir uns vorstellen, Sie haben zu Beginn ein Portfolio empfohlen bekommen, was Sie dann auch gewählt haben, was zu 50% aus risikobehafteten Anteilen und zu 50%
aus risikoärmeren Anteilen besteht. Ich nenne das jetzt so lustig, weil ich sag mal, es sind ja nicht nur Aktienfonds und Anleihenfonds, die bei uns mit drin sind. Aber wenn man einfach mal sich das überlegt, also wir haben jetzt gesagt, zum Beispiel 50% sind in Aktienfonds, 50% in Anleihenfonds, dann wäre also das hier zum Beispiel so eine Darstellung von so einem Portfolio in dem Augenblick, wo Sie sagen, Sie möchten einsteigen in den Markt. Jetzt aufgrund der Marktentwicklung ist es so, dass die einen Fonds sich besser entwickelt haben als die anderen. Sehen wir also hier unten, wie zum Beispiel, wir haben hier eine höhere Steigerung als bei dem anderen Fonds. Wenn wir jetzt also sagen, wir haben diese Situation, dass zum Beispiel die Aktienfonds hier deutlich mehr wert sind mittlerweile, dann haben wir ja auch ein gewisses höheres Risiko, weil wir jetzt mehr in Aktien investiert sind. Das heißt, wir als Vermögensverwalter haben die Gelegenheit, ihr Portfolio kontinuierlich zu überwachen. Und in dem Augenblick, wo wir sagen, dass dieser Unterschied von den 50% zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, abweicht, dann sagen wir, okay, jetzt ist genug, jetzt gehen wir hin, verkaufen genau diesen Anteil und kaufen wieder zum Beispiel Anleihenfonds nach. So, dass wir danach wieder die Ausgangsgewichtung haben. Was tun wir da jetzt letztendlich? Wenn Sie sich ein bisschen mehr auskennen, dann verstehen Sie, das bedeutet letztendlich, dass wir die Fonds, die besser performt haben, also jetzt zu einem höheren Preis im Markt sind als vorher, dass wir die zu diesem höheren Preis verkaufen, also in gewisser Weise einen Gewinn realisieren. Und dass wir die Fonds, die zu einem niedrigeren Preis jetzt mit dabei sind, relativ, dass wir die nachkaufen. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise ist das eine Gewinnrealisierung in dem Augenblick. Was natürlich bedeutet, dass da eventuell auch dann Steuern realisiert sind. Das muss man sich dann dessen bewusst sein. Aber es hat also den Vorteil, dass Sie also dadurch immer wissen, Ihr Portfolio verschiebt sich nicht komplett, was das Risiko angeht, sondern wir achten darauf, dass Sie immer wieder auf die Ausgangsallokation zurückgesetzt werden. Wie genau und wann genau das passiert, das wird in einer gewissen Richtlinie am Anfang definiert, wenn man ein Konto eröffnet. Das ist also was zum Beispiel, was wenn Sie selber sagen, Sie managen Ihr Portfolio, dann kennen Sie das. Das ist wirklich Aufwand, wenn man regelmäßig dieses kontrollieren möchte, wie ist die Verschiebung aktuell und wo muss ich eventuell jetzt meinen kleinen Anteil verkaufen, um den anderen Anteil nachzukaufen. Und dann haben Sie das vielleicht noch in verschiedenen Depots oder sowas und es ist wirklich Aufwand und kostet Geld und Zeit. Das ist, wie gesagt, inklusive, wenn Sie bei Warmo bei der Vermögensverwaltung ein Depot öffnen. Ich hatte auch versprochen, dass ich noch auf das Thema einmal der Servicegebühr genauer eingehen möchte, weil ich denke, das ist schon wichtig zu verstehen, wie sich sowas strukturieren kann. Wie gesagt, wir haben darauf geachtet, dass es so transparent wie möglich ist. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben eine Servicegebühr, die ist 0,79% pro Jahr. Und zwar über alle Depots, die wir sie eventuell bei uns im Produkt mit drin haben. Das heißt, wenn Sie hingehen und sagen, Sie haben zum Beispiel mehrere Sparziele in verschiedenen Anlagestrategien, was möglich ist, dann nehmen wir einfach das Gesamtanlagevolumen zusammen und davon zahlen Sie 0,79% pro Jahr. Und da ist zum Beispiel die Depotgebühr mit enthalten. Bei uns wird es quartalsweise abgerechnet, dass Sie sich also nicht wundern, wenn es nach dem ersten Quartal dann schon eine kleine Rechnung gibt. Und es wird natürlich automatisch aus dem Fondsvolumen verkauft. Das heißt, Sie bekommen keine Rechnung und müssen Geld überweisen oder sonst was, sondern es wird ganz automatisch gemacht und Sie finden Ihre Rechnung online im Postfach. Dazu, hatte ich ja schon erwähnt, gibt es immer fondseigene Kosten. Die sind bei uns 0,3% pro Jahr. Das sind die durchschnittlichen produktinternen Fondskosten. Das sind die, die man also auch im Kit findet. Dazu, dadurch, dass wir ETFs im Produkt haben, gibt es sogenannte ATCs. Diese ATCs belaufen sich auch bei uns im Schnitt auf 0,14 bis 0,15%. Und da ist natürlich wichtig zu verstehen, für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, das ist also keine Prozentzahl, die man so pauschal mit dazu rechnen kann als pro Jahr Gebühr sozusagen, sondern die fällt tatsächlich nur an, wenn Sie einen Kauf oder einen Verkauf machen. Und zwar nur auf den Betrag, den Sie dann tatsächlich kaufen oder verkaufen. Das heißt, diesen Kostenblock, das ist der, wo nicht Warmo dran verdient, sondern der direkt mit dem Fonds zu tun hat. Und das sollten Sie direkt dann vergleichen, wenn Sie zum Beispiel in einem aktiven Fonds investiert sind, wo Sie da mit Sicherheit zwischen 1,5 und 2% Gebühren haben und eventuell noch zusätzliche Transaktionskosten. Wenn Sie zu all diesen Themen noch weitere Fragen haben, haben wir auch andere Webinare zu jeweils den einzelnen Themen, die Sie bei uns auf der Webseite finden, auf www.warmo.de/webinar. Was ich jetzt hier nochmal ganz kurz geben wollte, ist einfach einen Einblick, wie sieht die Software denn etwa aus. Ich hatte schon erwähnt, wir haben sowohl die Webplattform als auch Mobile-Apps für Apple und Android.
Und was Sie hier in der Mitte einmal sehen können, das ist dieser sogenannte Fragebogen am Anfang, mit dem wir Sie besser kennenlernen. Das heißt, das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man Vermögensverwalter ist, gibt man eine Anlageempfehlung und entsprechend ist es auch verpflichtend, dass am Anfang der Kunde entsprechende Fragen gestellt bekommt. Wir haben das bei uns ein bisschen anders aufgebaut. Wir stellen nicht nur die Fragen, die verpflichtend sind, sondern wir sagen, wir wollen ja auch wirklich in Ihrem eigenen Interesse Sie kennenlernen ausführlich, damit wir wirklich das richtige Portfolio zusammenstellen. Und wir haben das so in einer Art Chat-Fragebogen so ein bisschen im WhatsApp-Style sozusagen gemacht. Und dieser, damit Sie halt wirklich der Reihe nach sinnvoll die Fragen gestellt bekommen. Da kann ich Ihnen nur sagen, Sie können das auch jederzeit einfach mal ausprobieren. Also selbst wenn Sie noch gar nicht 100% entschieden haben, dass Sie bei Warmo ein Konto öffnen wollen, ist es überhaupt kein Problem. Gehen Sie einfach bei uns auf die Webseite und klicken Sie auf Kunde werden oder als auf Geldanlage planen. Und lassen Sie sich doch einfach mal eine Anlagestrategie empfehlen. Grundsätzlich kann ich Ihnen natürlich nur sagen, je wahrheitsgetreuer Sie die Angaben machen, desto besser ist unsere Empfehlung ganz natürlich am Ende. Dazu haben Sie einfach mal einen Überblick, wie zum Beispiel so unsere Webseite aussehen könnte, wenn man mehrere Ziele hat und ein konkretes Einzelziel. Aber das möchte ich jetzt auch direkt auf der nächsten Slide einmal zeigen. Das wäre zum Beispiel so ein Sparziel. Das ist also das Besondere bei Warmo sozusagen auch, dass Sie tatsächlich Ziele anlegen können. Sie können also eine Kategorie auswählen. Wir haben hier das Beispiel Eigenheim mal gewählt. Das kann aber auch alles mögliche andere sein, ob das jetzt die Altersvorsorge ist. Oder Sie einfach sagen, Sie wollen nur investieren. Sie können dem Ganzen tatsächlich auch einen Namen geben. Und Sie können dann die Strategie auswählen. Jetzt habe ich immer gesagt, Sie bekommen eine Strategie empfohlen. Sie bekommen genau eine Strategie empfohlen, das ist richtig. Aber wenn man Sparziele über verschiedene Horizonte plant, also sagen wir mal, wir haben ein Sparziel, das ist die Altersvorsorge für in 30 Jahren. Und wir haben aber ein Ziel für den Urlaub in 3 Jahren, den Traumurlaub in Karibik oder was auch immer, dann ist es vielleicht angebracht, eine unterschiedliche Strategie zu wählen für die verschiedenen Ziele. Und entsprechend haben Sie die Möglichkeit, hier auch die Anlagestrategie zu ändern, und zwar in eine Strategie mit geringerem Risiko. Das ist jederzeit möglich. Das heißt, Sie können sich ein Ziel entsprechend anlegen, wo Sie sagen, das ist ein gewisser Zielhorizont, in dem ich das erreichen möchte. Und beim Zielesetzen ist auch immer wichtig, dass man einen konkreten Betrag auch sich definiert. Da sollte man natürlich mit einfaktorieren, dass eventuell es gewisse Inflationen gibt bis in 20 Jahren. Dann können Sie natürlich eingeben, welche Starteinlage, also welches Kapital haben Sie aktuell zur Verfügung, um schon mal damit anzufangen. Und welchen Sparplan wollen Sie eventuell eingeben? Das heißt, zum 15. jedes Monats, welche Rate soll von Ihrem Girokonto eventuell abgebucht werden? Da diese beiden Sachen sind natürlich kein Muss, Sie können also entweder das eine oder das andere oder beides kombiniert angeben, das ist genau, das können Sie selber entscheiden. Wir gehen dann hin und wir sagen, basierend auf diesen Angaben gibt es ja eine gewisse Prognose und eine Zielerreichungswahrscheinlichkeit. Und wie Sie sehen, werden Sie darauf hingewiesen, ob das eine gute Wahrscheinlichkeit ist, ob es gut aussieht oder ob es die Chance gibt, dass Sie eventuell Ihr Ziel nicht erreichen. Und zum Beispiel, wenn Sie Ihr Ziel eventuell nicht erreichen, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir Ihnen eine Idee geben mit einem Vorschlag, dass es realistischer für Sie ist, dass Sie tatsächlich diese Summe dann auch sparen können in diesem Zeitraum. Das heißt, wir sagen Ihnen zum Beispiel, sollten Sie jetzt eine Starteinlage erhöhen oder den Sparplan erhöhen oder die Zeitdauer erhöhen oder den Zielbetrag senken zum Beispiel. Das heißt, Sie werden wirklich an die Hand genommen und gesagt, okay, das, was Sie jetzt gerade erwarten und sich erhoffen in 20 Jahren, ist zum Beispiel nicht realistisch. Das ist also so ein Faktor, mit dem wir dann auch wirklich noch zur Seite stehen können. So, einmal um ganz kurz zusammenzufassen, entfernen Sie die größte Fehlerquelle Ihres Depots. Was sind da die größten Fehlerquellen gewesen, wobei auch Warmo helfen kann? Einmal war es das Thema Kosten. Achten Sie also darauf, dass die Kosten der Geldanlage so niedrig wie möglich sind, am besten mit passiven Fonds. Dann das Thema Market Timing. Vermeiden Sie tatsächlich selber den Markt einzuschätzen. Man sieht an den Studien, dass aktive Fonds nicht erfolgreich sind, was das angeht. Was sind aktive Fonds? Da gibt es aktive Fondsmanager, die nichts anderes tun, als immer Market Timing zu betreiben und zu versuchen, den Markt zu schlagen. Und die sind nicht erfolgreich. Von daher überlegen Sie sich gut, ob Sie glauben, Sie wissen es besser als so ein Profi. Das andere Thema ist Disziplin. Das ist das A und O der Geldanlage. Nur wer langfristig denkt und sich ein Ziel setzt, der ist auch erfolgreich. Und das Thema Diversifikation, also Streuung, investieren Sie weltweit und nicht in Einzeltitel. Und genau bei diesen Punkten, wie gesagt, kann Ihnen Ruhe und Weise helfen.
und damit die größten Fehlerquellen eben die Code eliminieren. So, ich bin jetzt soweit erstmal am Ende von unserem Webinar angekommen. Ich würde gerne noch auf weitere Webinare hinweisen, die wir in den nächsten Wochen schon haben. Die sind natürlich bei uns auf der Webseite auch finden, die Martin schon im Chat auch gepostet hat. Dort haben wir verschiedene Themen geplant, zum Beispiel am 15.03. einmal das Thema RoboAdvisor, kein Risikofaktor im Depot. Da geht es tatsächlich um diesen Risiko. Also ist es ein Risiko, wenn ich bei einem RoboAdvisor Geld anlege? Dann am 21.03. ein weiteres Webinar, diesmal dann mit Markus Jordan tatsächlich zusammen. Da geht es um das Thema richtig Geld anlegen im Niedrigzinsumfeld, also ganz konkret um die aktuelle Marktsituation und wie man damit am besten umgehen kann. Am 29.03. haben wir dann ein Webinar, was wie gesagt ganz spezifisch darauf ausgerichtet ist, wie man sich Ziele setzen kann beim Vermögensaufbau. Und natürlich ganz konkret diese Faktoren, die ich vorhin schon genannt habe, die Sie dann bei uns auch implementieren können, wenn Sie bei uns ein Sparziel einrichten. Dazu haben wir dann am 4.04., das ist dann schon ein bisschen in der Zukunft, das Webinar vom Kleinsparer zum Privatanleger. Das heißt, hier geht es darum, warum macht es zum Beispiel schon Sinn, mit einem Sparplan von 10 Euro im Monat anzufangen? Und warum ist die Börse alternativlos dafür? Ansonsten vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Sie sehen hier auch zwei meiner Kollegen bei uns im Kundenservice. Wenn Sie also Fragen haben zu unserem Produkt oder zu dem Webinar oder sonstigen Themen, dann können Sie uns gerne telefonisch erreichen von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr oder per E-Mail unter service@warmo.de.